Großeinsatz für die Feuerwehr in der Baler Stadt Güstrow in der Nacht zum Sonnabend. Am späten Freitagabend gegen 22.40 Uhr geriet in der Hirtenstraße der Dachstuhl eines Gebäudes in Brand. Das Gebäude war nicht bewohnt, aber aus den Nachbargebäuden mussten während der Löscharbeiten 10 Personen evakuiert werden, berichtete die Polizei. Nach derzeitigem Informationsstand wurden keine Personen verletzt. Die Maßnahmen der Feuerwehr dauerten mehrere Stunden an. Nach Ende der endgültigen Löscharbeiten werden Ermittlungen zur Brandursache seitens der Kriminalpolizei aufgenommen. Im Rahmen der polizeilichen Ermittlungsarbeit gab ein Handwerker an, am Tage Dachbahnen auf dem Gebäude geschweißt zu haben. Dies könnte eine mögliche Ursache für das Feuer sein. Die Ermittlungen stehen aber erst am Anfang.